Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie man das hier macht. Also geht jetzt mal hier hin, zum Schaden zu bekommen. Und dann seht ihr hier, hier liegt ein Health Pack, das ich selber gemacht habe. Ihr müsst, jetzt gehe ich einfach drüber und bumm, ich habe es bekommen. Also ich werde euch zeigen, wie ihr euer eigenes Static Mesh dem Health Wheel hinzufügen könnt, sodass ihr es als Health Pack verwenden könnt. Und das ist zu machen, importiert euch einfach das Static Mesh. Ich habe jetzt hier das schon gemacht. Hier runter. Hier habe ich schon importiert und die Materials gemacht. Jetzt geht ihr einfach mal in euer UDK-Ordner rein. Dann geht ihr auf Development und dann gebt ihr hier oben bei Search, gebt einfach Health ein. Okay, dann erscheint hier das Health Vial und das Health Pack. Ihr könnt natürlich das Health Pack modifizieren oder so, aber wir gehen zum Health Vial. Jetzt gehen wir ganz hinunter und hier können wir alles verändern. Also zuerst mal, hier können wir die Respawn-Time verändern, also wie viele Sekunden. Bei mir sind das jetzt 20 Sekunden, dann Respawns wieder. Dann die Healing Amount, also wie viel Leben wir dazu bekommen, bei mir jetzt 20. Dann natürlich den Pickup-Sound, den könnt ihr einfach adden, indem ihr auf den Sound geht, Rechtsklick, Copy Full Name to Clipboard und dann hier einfach mit STRG-V einfügt. Das mache ich jetzt aber nicht. Dann hier bei Rotating Pickup, weil hier könnt ihr verändern, dass es sich entweder nicht rotiert, also wie jetzt bei mir mit Falls, oder wie schnell es sich rotiert. Hier jetzt zum Beispiel 32.000. Aber bei mir rotiert es nicht, weil wie ihr hier gesehen habt, steht einfach nur in der Gegend rum. Und das ist ja eigentlich auch normal. Weil ansonsten rotiert sich das und geht auf und abwärts. Und eben, hier könnt ihr die Rotation verändern. Und hier könnt ihr das auf und abwärts, also die Auf- und Abwärtsbewegung hier verändern. Ich habe jetzt hier beides auf False, weil bei mir soll es ja einfach nur dastehen und nichts tun. Jetzt hier unten bei Static Mesh, hier könnt ihr noch eingeben, also hier könnt ihr euer Static Mesh hinzufügen. Das geht gleich wie das Sound Cue, also einfach rechtsklick auf das Static Mesh, Copy Full Name to Clipboard und dann hier einfach STRG V und das hier überschreiben. Könnt ihr hier noch den Scale eingeben, ich lasse den so, weil ich kann es ja im Spiel danach hinauf skalieren, also im Editor und das war's eigentlich. Hier könnt ihr die Collision verändern, aber das ist jetzt eher unwichtig. Also dieser Part hier ist am wichtigsten. Ja, jetzt einfach speichern. Und dann könnt ihr schließen und einfach ein Skript rebuilden. Und dann kommt eben das hier raus. Kommt so ein schönes Health Pack hier raus. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.